Hallo aus dem altehrwürdigen Rosenau-Stadion, wo 13 Haringer-Fans Stimmung machen für 11 Haringer-Spieler. Die Spielvereinigung wartet dank der Winterpause und der Spielabsage gegen Schalding seit 4 Monaten auf einen Sieg. Das sollte sich beim Tabellenvorletzten in Augsburg natürlich ändern. Und genauso tritt Unterhaching von Anfang an auf. 8 Minuten gespielt, Thomas Steinherr über rechts sieht Sascha Bigalke und der haut den Ball ins Kreuzeck. Humorlos, ansatzlos, als würde er nie was anderes machen. Der frühere Bundesliga-Profi zeigt, dass er trotz seiner vielen schweren Verletzungen nichts verlernt hat. Keine Chance für Johannes Gelios. Natürlich beflügelt die frühe Führung die Spielvereinigung. 11. Minute, wieder geht's über rechts, dieses Mal mit Vitali Lux, zieht ab und der sitzt. 2:0. Auch Lux zeigt, dass er nichts verlernt hat. Der frühere Illertisser Torjäger und Hachinger Winterzugang bejubelt seinen ersten Treffer nach, jawohl, ebenfalls 4 Monaten. Die 20. Minute. Augsburg bislang völlig ohne Vorwärtsdrang. Aber dann unter freundlicher Mithilfe von Sascha Bigalke. Albion Vredesi startet, läuft und läuft, zieht zum Tor, scheitert dann aber kläglich. Wir springen wieder auf die andere Seite. Wieder Bigalke am Ball. Dieses Mal spielt er ihn in die richtige Richtung. Max Dombrovka darf flanken und ganz hinten darf Steinherr mit dem Leder machen, was er will. Er schießt es ins Netz, 3:0 Unterhaching nach gerade mal 24 Minuten. Als sowieso schon alles auf ein Augsburger Desaster hindeutet, macht es der erfahrenste Mann auf dem Platz noch schlimmer. Dominik Reinhardt hält und zerrt an Lux' Trikot, der ist dann eigentlich durch und jetzt wird's kurios. Sie hören den Pfiff, Schiedsrichter Simon Marx pfeift den Vorteil ab und zeigt rot. Aber dem Falschen. Mike Ude ist baff, er war es nicht, sondern Reinhardt, das fällt dann auch Marx auf, der korrigiert seinen Fehler. Aber war das wirklich rot? Natürlich fault Reinhardt Lux, natürlich ist er letzter Mann, aber Lux ist dann doch eigentlich durch. Wir fragen später mal bei Christian Wörns nach. Augsburgs Trainer hat ja durchaus Erfahrung in Sachen Platzverweis. Wörns reagiert erstmal, bringt Rheinthaler für Richter. Und dem gehört in unserer Zahl die nächste Aktion. 36. Minute, super Flanke, Rheinthaler völlig frei, aber er wird gleich doppelt geblockt. Nix war's mit dem Anschlusstreffer. Mit einem Mann mehr und 3 Toren vorne ist die Partie natürlich so gut wie entschieden für die Spielvereinigung. Doch die lässt nicht nach, presst früh und erzwingt so das nächste Tor. Lux kommt an den Ball, spielt ihn überragend auf Bigalke und der schnürt problemlos den Doppelpack. 4:0 Unterhaching. Kurz vor der Pause ist der Deckel drauf auf diesem Spiel. Bigalke da völlig unbedrängt, der hat ja auch schon in Schweinfurt getroffen und scheint trotz seiner langen Pause sofort in Topform zu sein. Eine echte Verstärkung für Unterhaching. Deren Trainer Klaus Schromm reagiert übrigens so auf den deutlichen Vorsprung seiner Mannschaft. Nach der Halbzeit lässt das Tempo etwas nach. Wir sind schon in der 70. Minute, da startet Steinherr durch, aus der eigenen Hälfte bis ganz nach vorne, aber der Pfosten verhindert das 5. Hachinger Tor. Er verhindert es noch, muss man dazu sagen. Denn 3 Minuten später darf wieder ein Rot-Blauer durchlaufen. Durch 2 Verteidiger durch, am 3. vorbei zu Caleb Clark. Der bringt den Ball aufs Tor und wahrscheinlich wäre er auch ohne Vitali Lux über die Linie gerollt. Sei es drum, 5:0. Wir haben in der Regionalliga ja keine Torlinientechnik, sonst könnten wir es wohl ganz genau aufklären. Vielleicht war der Ball schon über der Linie, vielleicht nicht. Das Tor gehört Lux. Der Spielvereinigung wird es sowieso egal sein, Hauptsache sie feiert wieder einen Sieg. Und den macht sie nach 86 Minuten zu einem Kantersieg. Steinherr über rechts, sieht und bedient Markus Einsiedler, der Joker darf ganz lässig einschieben, 6:0 für Unterhaching. Die Gäste haben dann ein Einsehen, belassen es beim halben Dutzend. Und wie versprochen, wir fragen mal nach. War es ein Platzverweis, Herr Wörns? Er hat gezupft, er hat gehalten, das kann man dann so geben. Ja. Klar, das macht es natürlich nicht einfacher, aber wir haben uns schon dämlich angestellt im Zweikampfverhalten, ja, vor allem vor den ersten beiden Toren. Und das finde ich eigentlich viel schlimmer. Ich glaube, dass wir es speziell bis zur roten Karte sehr, sehr gut gemacht haben. Danach haben wir ein bisschen die Flügel hängen lassen, dann waren wir nicht ganz so zufrieden, aber ich glaube, die zweite Halbzeit war auch wieder okay. 6 Tore und 3 Punkte dürften auch ein okayer Grundstein sein, auf den Unterhaching aufbauen kann, wenn nächstes Wochenende der Nachwuchs des FC Bayern in den Sportpark kommt.